Herzlich willkommen zu einer neuen The Forest Folge mit Ja, Concord. beginnt ja mal wieder gut, ne? Hier. Ich höre gar nichts. Ey, bei mir haben sie gerade voll rumgeschrien. Schlaf mal lieber mal. Ah, ist eine gute Idee. Gut, dann, gute Nacht. Schlafen. Also, gute Nacht. Tschüss, Howard, das war's schon. Und, The End. So. Jawoll, wie das läuft hier. Das ist ja mal mega. Keine eingeworen mehr, die gegen das Haus klopfen. Das ist richtig ruhig geworden. Ja. So. Schon ein bisschen zu ruhig. Ich muss nur mal was essen. Wahrscheinlich die Ruhe vor dem. Ah ja, apropos Essen, das ist. Jetzt brauche ich auch was. Nach dem Schlafen. Da. Jam, 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 jam. Ein Schlückle trinken vielleicht. So, jetzt könnte es eigentlich auch mal wieder regnen. Weil ich jetzt noch so Schildkrötenpanzer habe, könnte ich vielleicht nochmal ein viertes bauen oder ein fünftes. Ja, aber ich glaube, das bringt Wasser wird echt ab und zu ziemlich knapp eigentlich. Wenn es mal so eine Trockenperiode gibt. Ja, ich weiß schon, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass eben genau, wenn es so eine Trockenperiode gibt, wir du hast auch diesen, mal auf ein Hausboot du hast zwar, das bauen. Du hast zwar dieses Wasser, ne? Ja. Aber wenn so ich habe das Gefühl, dass es echt verdunstet, also dass es von allein auch teilweise weggeht oder weniger wird. Ich habe echt das Gefühl. Ja, darum habe ich auch diese Wasserflasche gekauft. Die ist echt gut. Das sind vier Dinge, glaube ich. Kannst du, glaube ich, eh schon craften. Ich glaube, da braucht man Rehfell dazu. Und Seil, wenn ich es richtig im Kopf. Ja, mein Seil ist verschwunden. Apropos. Ja, gut, Seil macht man mit Kleidung. Echt? Ja, aber da habe ich auch nicht. Oh, doch, 28. Wunderbar. Und dann kann ich dort noch Rehfell und dann. Wunderbar, habe ich auch, okay. Equipment. Warte, ich fülle das mal auf. Jo. Wo kann ich das auffüllen? Bei der Wasserstelle. Ach, jetzt, ja, da. Alter, wie viel passt denn da rein? Ziemlich viel, ja. 5, 6 sogar, ich bin mir nicht sicher. Kann einem den Arsch retten. Vor allem, wenn man dann. Wäre cool, wenn man noch so zwei Wasserflaschen machen könnte. So, so okay. Achso, ich brauch. Ja, wäre nicht schlecht. Letzten zwei. Oh, jetzt wird spannend. Oh. Ich freue mich gerade richtig. Alter, das Haus ging eigentlich relativ schnell. Also, da haben wir größere Bauprojekte gehabt. Das war jetzt schön. Wahrscheinlich so. Fertig, blub, voll ins Wasser gefallen, untergegangen. Voll verkackt. Ja, ich lustig. Bin jetzt echt gespannt, ob das so stehen bleibt oder ob das jetzt runterfällt ins Wasser und schwimmt. Oh. Man kann es steuern. Ja. Verdammt. Egal. Ja, jetzt wissen wir's. Ja, jetzt wissen wir's. Ist sicher. Das ist ein bisschen buggy noch, dass da überall so Wasser reinläuft. Obwohl, so buggy ist es gar nicht, ne? Weil das so dicht ist es nicht, ne? Ne. Naja, das hätte man schon besser bauen können. Alter, du und deine Baukünste, ne? Du hast die ganzen Holzscheitel da. Ja, halt die Klappe. Ja, dann so denke ich, wenn wir so. Das aber. Hä? Zu viel Platz ist es ja gar nicht. Habe ich doch gesagt, so viel Platz ist da nicht. Also vielleicht sollte man doch keine Tische oder so reinstellen, sondern so Notfalllager vielleicht. Ja, sagte ich ja. Ich weiß jetzt nur nicht. Draußen. Was? Ich weiß nur nicht, ob man jetzt an was Bewegliches noch was dran bauen können. Ich glaube das nicht. Ich glaube fast, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Versuch's einfach mal. Kann ja nur schief gehen. Ja, ein Dock könnte man hier bauen. Lol, geil. Ja, mit dem Dock und dann vielleicht auf dem Dock dann irgendwas drauf bauen. Ja, Mann. Und das ist halt unser Haus, ne? Ja. Das ist halt dann, ich weiß nicht, eigentlich. Aber eine Mauer oder so kannst du hier nicht drauf bauen? Nee, das geht nicht, glaube ich. Warte, ich probiere es mal aus. B. Hallo? B. Da. Oben schon. Oben geht's. Das wäre jetzt interessant. Jetzt, wenn wir da so eine Treppe hinbauen würden oder so, keine Ahnung, ob das geht. Custom Stairs, ja. Hey, L drücken. Üppelum, nee. Okay, okay. Ja, eine Treppe kann man hier bauen. Aber man kann so eine Wendeltreppe bauen, das ist natürlich cool. Eine Wendeltreppe? Ja. Ah, da oben fängt sie an und dann kommt man also nach unten. Ja, warte, so eine ganz enge. Das ist jetzt gar nicht mal so leicht, ne? Siehst du das? Nee, du siehst nicht, wie ich da baue, ne? Nee, ich sehe da nichts. Das Problem ist, das ist auch so eine Entfernung, du müsstest jetzt nach zurückgehen,
Bräuchte jetzt das Brot eigentlich? Ich muss Warte, mal auf ich das komme mal schon. Brot. Fahr mich mal ein bisschen da um die Kurve hier, nach rechts, bitte. Ja, warte, ich muss das hier abbrechen. Also. Einfach B drücken. Hier rechts um die Kurve ein bisschen, so ein bisschen vor. Ah. Ja, stopp. So sieht's ganz gut aus. Es interessiert mich jetzt echt, ob das funktioniert. Schlägst. Es funktioniert. Ich glaube, es könnte funktionieren. Fahr mich mal um das Boot rum ein bisschen. Also ein bisschen weiter kurz. Paar. Ja, gut, das war. Ja, nicht so weit. Ich weiß nicht, ob das. Ah, dreh dich nicht so. So, ich wollte nur Fahr mal ein Stück zurück, weil ich glaube, das ist wieder zu nah dran. Gut, das war. Recht. Es ist. Ich weiß nicht, ich würde das jetzt mal so. Oh Gott, zack. Ich kann es irgendwie nicht platzieren, ne? Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, da ist. Ach, da geht ein Pfosten ins Wasser rein. Vielleicht ist es zu weit weg. Schade. Warum macht jetzt. Warum? Was zum. Nee, schade. Es wär zu schön gewesen. Boah, das wäre jetzt nice gewesen. Ah, Ich hätte das das jetzt nicht ist. gehört. Ja, ich drück doch die ganze Zeit E und so. Das ist. Es lässt sich nicht bauen. Schade. Es wäre zu schön gewesen. Es wäre. Ich zieh gerade. Alter Mocke. Nee, ich glaube, na, das wäre. Nee, das ist übertrieben. Ja, ich habe schon überlegt, dass so das Ganze sich so Du nennt. wusstest jetzt genau, was ich meine, Ja. Schade irgendwie. Schade. Warte jetzt. Ich mache mein, nochmal B, vielleicht können wir was anders bauen. Plattform. Alter, ich kann hier was ins Wasser bauen. Dieses Gazebo. Das kann man ins Wasser bauen. Ganz schön weit nach oben bauen. Aber vielleicht können wir hier. Ich weiß nicht, wollen wir uns mal mit dem Boot wegbewegen oder ich würde es fast hier stehen lassen, ne? Doch. Weil sonst könnten wir dort eine Plattform bauen, wenn es geht. Pass auf. Warte mal. Guck mal, ich hab hier was gimbalt. Schwimmt jetzt alles im Wasser? Das ist das Hausboot ja eigentlich total überflüssig. Theoretisch jetzt mal. Und das Hausboot ist beweglich. Ich hab's mir schon weggelöscht. Nein. Nein, Springe komm hoch. schon, lass mich doch. Ah, ist er da? Jetzt. Ach, fuck. Plattform? Ja, Plattform. Ja, warte mal, wenn ich hier noch eine Plattform hinbaue, dann können wir doch auf der Plattform wahrscheinlich die Treppen Ja, hinbauen. eben, die Plattform will ich auch gerade bauen, aber ich bin gerade ins Wasser gefallen mit dem Zurückgehen, verdammte Scheiße. Und ich krieg das jetzt auch nicht weg, das ist das Schlimme. Oh, mega nicer Warte, ich Sprung. hab da eine hingebaut. Ja, die sieht ja Hast du das hässlich noch? aus, nimm die weg, die ist ja total krumm und schief. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur ausprobieren, ob es geht. Ah, das kann's doch nicht sein, du musst ein Stück zurückfahren, weil sonst falle ich da noch. Okay. Warte, ich bin Delfin. Oh, abtauchen und. Ui! Ja, genau. So ist gut. Hole Cutter. Jetzt fahre ich mal ein Stück vor. Ja, es ist nicht leicht, weiß ich. Ja, ein bisschen. Ja, genau. Geh weiter. Ja, genau. Das geht auch nicht. Was denn? Wieso denn nicht? Ich kann es nicht platzieren, es geht einfach nicht. Ja, wieso konnte ich es dann platzieren? Ich weiß ja nicht, was du für eine Plattform gebaut hast. Ich habe Nur eine ein. Plattform. Plattform. Bei Custom Stairs, Hole Cutter und Gazebo. Plattform. Ach so. Guck, dann kann ich hier was brauchen. Tu mal deinen Zweck. Du musst du schon gerade machen, wenn dann. Ah, das ist immer noch nicht gerade. Ach, verdammt, das ist so schlimm, wenn du eher drauf bleibst. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann wird es plötzlich schneller. Das machst du noch eine Plattform, noch eine Plattform, noch eine Plattform. Nee, die kannst du ja größer ziehen, aber ich glaube, die reicht erstmal, oder? Dann können wir eine Treppe hochziehen vielleicht. Ah, ich würde nur mal eine Plattform machen, weil dann ist es wenigstens eine schöne Treppe, weil so ist es, glaube ich, ziemlich steil dann, oder? Aber ich weiß jetzt nicht, wie es ausschaut bei dir. Ich weiß nicht.
Jetzt pass auf, wenn ich jetzt. Dann fahr mal ein Stück nach vorne, also so, wo ich gerade hinguck. Ja, genau. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch, ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, nicht so weit. Was machst du? Vor. Ja, genau. Deine Angaben sind auch ziemlich wackelig. Ja, Schnauze. Meinst du so und dann die Treppe dann dazwischen? Was? Nee. Ich hätte gedacht jetzt, da wo wir jetzt stehen, dann nochmal eine Plattform und dann das so schräg halt noch eine oben. Ach so. Ich weiß, hey, was planst du? Ach so. Ja komm, jetzt holen wir erstmal die Loks und bauen diese Plattform. Die sieht doch ganz gut aus. Wollen wir jetzt vielleicht gleich mal das große Floß bauen, um zu sehen, ob wir da vielleicht was drauf tun können? Weil jetzt würde es sich vielleicht lohnen, oder? Wenn wir da mehrere Fuhren hinfahren. Ja, das wäre fast gerne. Und was bauen wollen. Dann fahren wir in Richtung Land, da können wir mal weiter besprechen. Ich wäre jetzt schon seekrank hier. Ich frag mich, ob bei diesen Türmen, wo wir mal oben waren, ob da immer mal wieder was Neues oben liegt. Ihr macht es doch nicht kaputt. So unterm Fahren kaputt machen, ploppen wir beide ins Wasser. Verdammt! So, wie viel braucht denn das große Boot, das große Floß? Alter, 57, der braucht mehr wie das Baum, Hausboot. Alter! Ich, mal. Ich mag mal wissen, wie groß das ist. Alter! Was ist das? Das ist eine Plattform, das hätten wir bauen müssen, Mann. Ach du Scheiße, Mann. Das ist doch kein Floß, Mann. Ja, das kann aber man... Ja, das müssen wir jetzt nicht, ganz ehrlich. Hätten wir da drauf. Das kann man wieder bewegen, glaube ich. Alles, wo Boot steht, kann man es bewegen. Ja. Ja, es wäre halt interessant, ob man jetzt auf dieses große Teil irgendwelche Lockholder so drauf bauen kann. Ja, ich verstehe. Wäre interessant zu wissen. Hast du das schon mal hier probiert übrigens? Jetzt, wo du sagst, ne? Was probiert? Ja, auf dem kleinen Lockholder zu bauen. Ach so. Nee. Ja. Das wollte ich nicht. Okay, nice. Es geht. Geht? Ja. Warum hast du es vorher nicht gesagt? Wir brauchen Sticks. Unsere beiden Stickholder sind leer. Auf geht's. Unsere Pflanzen sind weg. Was? Gehen die irgendwann mal ein oder was? Aber die Hasen, die vermehren sich irgendwie auch nicht, ne? Das ist, ich glaube, früher war das mal so. Vielleicht haben sie es auch rausgepatcht. Ich weiß es nicht. Ja, wieso sollten die sowas rauspatchen? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es zu einfach war. Ja, aber wieso soll dann der Hasenstall noch drin sein? Vielleicht braucht man drei. Flugheier. Ja, vielleicht haben wir gerade zwei Männchen erwischt. Man weiß es ja nicht. Ja, das kann ja wirklich irgendwie sein. Mir nicht vorstellen. Also ich hätte jetzt doch irgendwie gerne mal wie so einen Anker von denen, weil ich hätte gern irgendwie Knochen. Ja, ich irgendwie hätte meine Rüstung wieder ein bisschen direkt aufholen. Angriff will ich nicht, aber so, dass sie jetzt vielleicht zwei entgegenlaufen oder so, während ich hier genau Sticks sammle, das wäre schon nice. Das, also manchmal brauchst du die schon, ne? Jetzt kommen sie gar nicht mehr. Ja, das ist ganz komisch. Ja gut, jetzt waren wir auch die ganze Zeit auf dem Wasser, ne? Also, Vielleicht müssen wir doch mal wieder in der Nacht ein bisschen aktiv sein. Dass du vielleicht denkst, oh, da sind sie ja doch noch da. Oh, Hackerzack. Jawoll. Ja, hoffentlich geht das Boot da nicht unter. Das ist kein Stick rausgefallen. Oh Mann. Ich doch.
Ich weiß nicht, wir müssen jetzt irgendwas planen, weil es wird jetzt irgendwie gerade ein bisschen planlos. Ich weiß Ja, nicht, das das Haus, ist. also das Hausboot war eigentlich schon eine geile Idee an sich, aber irgendwie jetzt, wo wir herausgefunden haben, dass eigentlich erst alles auf dem Wasser schwimmt und dass wir da mitten im Meer eine Plattform bauen können, ist eigentlich Schwachsinn, dass wir jetzt ein Hausboot gebaut haben, ne? Irgendwie schon. Ich mein's jetzt bloß immer so, ne? Also, gut, das war jetzt nicht die größte Arbeitsaufwand, aber schade ist es jetzt schon, dass das so überflüssig war jetzt, dass man da einfach eine Plattform hinpflanzen hätten können. Ja, weil das Hausboot ist jetzt echt überflüssig, weil man kann mit dem rumfahren und so, aber Ja, aber was dafür bringt haben wir einem unser. das? Ja, Was eben. bringt einem so ein großes Boot irgendwie? Ja, ich meine, da haben wir ja Ja. das Floß für eigentlich. Gut, man kann ja, sag ich einfach mal, vielleicht auf dem Hausboot dann irgendwas unterbringen und dann irgendwo um Ja, die Insel genau, rumfahren oder du hast so. halt ein Dach, weißt du, über dem Kopf Vorräte und vielleicht kann man dann, ja. du hast halt ein Dach und kannst auch da dein Lager einrichten und vielleicht noch ein bisschen was zum Essen. Das ist halt im Kleinen relativ schwer. Ja. Eigentlich so gut wie gar nicht machbar. Alter, also wenn das nicht mindestens 5 sind. 1, 2, 3, 4, Alter. Das ist jetzt ein Witz, da bauen wir ja mal riesig. Ich weiß nicht, was wollen wir denn auf diesem Hausboot das alles Ich meine, oder also. wollen wir denn jetzt überhaupt das Hausboot hernehmen oder einfach jetzt einfach mal selber Plattform bauen und so? Ich würde sagen, wir können das Hausboot. Also. Wir könnten es vielleicht anbauen, aber Ja, was dranbauen, aber ich würde das nicht von der Stelle bewegen. Würde ich eigentlich jetzt nicht machen. ja, bringt glaube ich auch nichts. Nee, glaube ich auch nicht. Wir Wenn haben ja wir das wirklich mal um kleine die Boot. Insel rumfahren wollen, können wir ja dieses ganz große Floß da bauen. Ja, Da können wir eben. einiges drauf Ja, pflastern eben. dann. Ich glaube, das große Floß ist größer wie das Hausboot. Wie traurig ist das denn eigentlich? Ich mein's ja bloß. Das Hausboot könnte schon ein bisschen größer sein, irgendwie. Bisschen. Ja, das ist ein bisschen winzig, ne? Oh, meine Ausdauer geht schon wieder ein bisschen flöten. Ja, meine auch eigentlich. Warte mal Komm, kurz, weil die ich Falle irgendwie ist immer zugegangen. durchgehend sprinte. Natürlich nichts drin gewesen. Das Ist kann's da ja nicht was sein. drin? Wo ist eigentlich meine Nein, auch Waffe nichts hin? drin gewesen. Was? Meine Waffe war plötzlich nicht mehr da. So. Ach, da ist noch ein Ding. Ha, Gott sag du scheiß Vogel, echt? Das kann's doch nicht sein. Kackvogel. Ja, nimm mal den Lokschlitten mit. Wenn du wiederkimmst. Ja. So, und ich schaue gerade auf die Uhr und ich merke gerade, ja, die Folge ist gespielt schon vorbei. 2 Minuten haben wir noch, glaube ich. Gut, dann nutzen wir die Zeit noch ganz schnell. Ja, schnell ein paar Logs und Sticks zu sammeln, schnell. Und außer das ist eh schon wieder. Ich gehe jetzt vielleicht mal Oh, ganz hier schnell ist. auf die. Wer sieht das ekelhaft aus? Also, die Totems haben sie echt irgendwie ein bisschen ekelhaft gemacht, ne? Meine ja nur. Sollen, glaube ich, auch eklig sein. Ja, klar. Aber wem sowas einfällt. Ich habe mich eh schon oft überlegt, eigentlich überlegt. Stell mir vor, die Leute, denen so Filme einfallen, wie Saw. Ja, die müssen ein bisschen krank sein. Weißt du, oder eben jetzt auch, ich mag jetzt nichts gegen dieses Spiel, ist mega Hammer, aber wie die Leute solche Totems oder sowas ein, wem fällt sowas ein? So, oh, das bringen wir uns, genau so muss das aussehen. Wer malt sowas, wer bringt, oder wer entwickelt dann sowas, so ein Film, so. Ja, das stimmt schon, ja. Muss da sehr kreativ sein. So Ach ja, und wie. jetzt bringt nichts an Stein gegen ein Reh zu werfen. Hast du es ausprobiert, oder wie? Ja, das quiekt nur und läuft weg. Okay. Aua, aua. Wieso habe ich denn jetzt eigentlich blutige Hände? Naja. Vom Reh vielleicht? Nee, ich habe doch nur einen Stein geworfen. Achso. Ja, vielleicht ist das Blut so weit gespritzt und dann Nee. hätte es sein können. Ich habe nichts gemacht. Oh Mann, ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr. Ich muss vielleicht was essen. Der Stall ist wieder zu und ich glaube sogar, diesmal haben wir Glück.
Ja, da sind vorhin Hasen rum gekupft. Vielleicht ist da wirklich einer rein. Nee, das ist natürlich nichts drin. Das kannst du nicht sein. Hier hüpfen doch überall Hasen rum. Wieso kommt da nie ein Hase rein? Das kann es auch unmöglich sein. Intelligente Hasen oder was? Kotzen sowas. Und dann Zoo erwischen ist auch mega schwer, weil die einfach mega schlau sind. Weil die mega schnell sind. Schlau. Ja, die laufen auch so zickzack und so, das ist blöd. Komm, ein Baum noch, jetzt wird eh gerade dunkel, ne? Eigentlich. Ja, wird's eh wieder passen. Komm, den holen wir schnell zusammen. Oder machst du gerade einen eigenen? Nee. Nee. Weil meine Ausdauer ist auch schon wieder ganz unten und ich habe auch. Mein Magen ist komplett leer. Ja, ich glaube, wir müssen echt mal wieder ein bisschen. Aber wir dürfen das nicht unterschätzen, weil unser Fleisch könnte schon bald wieder zu Neiges gehen. Weh, du fällst jetzt auf die Falle. Nee, nee, oder auf diesen Lockholder. Gott sagt, du bist immer schneller mit dem Einsammeln. Das nervt mich ein bisschen. Hey, hey. Da ist er. Ja, da liegen immer noch zwei Dinger rum. Ja, einen kann ich noch mitnehmen. Scheiß Drecks, Mann. Wo bleib ich hier denn hängen? Achso. Ich hab da echt auch hier am Berg habe ich lange keine Laufen mehr sehen. Ich habe allgemein lange keinen mehr gesehen. Ich habe auch lange keinen mehr gesehen. Vielleicht müssen wir echt mal wieder ein bisschen erkunden hier. Weil ich vermisse ja schon fast. Geht's dir schon noch gut? Wo sind meine Freunde? Meine Familie? Wo bin ich denn hier? Ja, einfach Lagerfeuer machen, dann kommen sie schon. Mach hier einfach mal ein schnelles Feuer. Oh. Die bringen wir jetzt noch alle in die Lockholder und dann ist eh Folgenende. Feierabend. Wie das? Da ist noch ein Lock draußen. Ja, ja. Ey, lass mich. Block mich nicht. Nee, ich natürlich noch mal gesammelt. Meine Sticks. Stickholder noch voll machen. Oh, ich glaube, da passen ziemlich viele rein. Ziemlich viele Sticks. Oh, jetzt habe ich einen in der Hand. Den tun wir noch da rein. So. Alter, meine Ausdauer ist komplett leer. Ich nur noch so einen ganz kleinen Wutzi-Balken. Da ist noch ein Stein, den werfen wir. Oh, ich warte, ich bin in Blut gebadet. Ich gehe mal schnell baden. So. Bringen wir noch die Steine. Ah, ja, wieder zurück. So, unser Rockholder ist auch schon wieder voll. So, dann. Der ist schon ganz halt voll. So, ja, Entschuldigung. Trinken muss ich nichts, aber essen muss ich noch was. Ist in diesen Schälchen noch ein bisschen was Wasser? Nee. Ja. Leer. Leer. Alles klar. Ja, du hast recht, jagen müssen wir vielleicht auch mal wieder. So, yam. So. Ich würde sagen, einmal speichern. Du schläfst also. Du isst also vom Schlafen. Na. Ja, ich dachte mir beide, weil jetzt. Ich weiß nicht. Ey, scheiße, ich kann nicht schlafen. Wollte ich auch nicht. Ja gut, dann sind wir eigentlich gezwungen, jetzt noch ein bisschen weiterzumachen, eigentlich. Ja, nee, aber die Weil wenn die Nächte jetzt eh so stark sind, können wir ja vielleicht... Können wir nicht schlafen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich fange an zu frieren, was ist denn das? Stockfinster hier. Machen wir ein bisschen Licht hier. Naja, gut, dann machen wir Folgenende, komm. Jo. Da stelle ich mich noch ganz kurz dahin. Ein bisschen einheizen hier. Wo halt es nicht ins Feuer gehen. So. Ja, dann bedanken wir uns mal wieder zum. Beim. Alter, ich kann nicht mehr reden. Ja, dann mal bedanke Komfort. Ich mich wieder mal beim Zuschauen. Fürs Zuschauen, nicht beim Zuschauen. Fürs Zuschauen, naja, Entschuldigung, es ist schon spät. Ja. Ja, ich kann. Gut, dann. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Ciao. Zuschauen.